Also ich habe jetzt an der Stelle die Formel für die scheinbare Helligkeit, also scheinbare Helligkeit und hier die Leistung in Watt, die ein Stern so aussendet und mach A, da ist mal so ein Delta M gegeben. Was ist dann mit der Leistung, wenn Delta M 5 ist? Bei B ist die Leistung, Leistungsunterschied C noch 4. Was ist dann mit Delta M? Und bei der C schauen wir uns Sirius und Pluto an. Also da sind die scheinbaren Helligkeiten gegeben und die Leistungen sind gesucht. Ne? Okay, dann weiter geht's. So, erst einmal das A. Gut, also hier Delta M ist 5. Ne, das kann ich einsetzen. So. Also 5 gleich minus 2,5 Zehner Logarithmus E1 durch E2. Ja, dividiert durch minus 2,5. Also 5 durch minus 2,5 ist der Zehner Log von E1 durch E2. Und dann eben 10 hoch auf beiden Seiten. Und dann kriege ich das raus. Dann habe ich hier so 10 hoch 5 durch minus 2,5 ist E1 durch E2. Und da kommt raus ein Hundertstel. Ja, das Verhältnis von dem Schwächeren zum Stärkeren ist wie 1 zu 100. Und dann ist der Unterschied bei den scheinbaren Helligkeiten 5. Da erscheint der eine 5 Einheiten geringer wie der andere. So, weiter geht's. Jetzt ist es andersrum. Ich habe hier das gegeben, ja, und möchte nach dem Delta M ausrechnen. Also ist jetzt M1 minus M2 gleich minus 2,5 Zehner Log. 10 hoch 4, das geht sogar ohne Taschenrechner, weil der Vierer springt nämlich nach vorne und 10er Log von 10 ist 1 und 4 mal 2,5, das ist dann minus 10. Ja, also M1 minus M2 gleich minus 10. Also die haben einen Unterschied von 10 Einheiten und das gibt dann einen Wattunterschied von 10.000. Also Faktor 10.000 gibt 10 Einheiten bei der Helligkeit. So. Jetzt habe ich hier die scheinbaren Helligkeiten von Sirius und Pluto. Ja, genau, das, ich überlege kurz, kann es sein, aber es kann sein. Also den Sirius sehe ich mit bloßem Auge. Das ist so der hellste Stern, den ich sehe. Wenn es heller ist, dann muss es ein Planet sein. Und, oder einer der hellsten, ich weiß nicht, ob es einen gibt. Pluto sieht man nicht mehr mit bloßem Auge bis 6, also 13, 14, 15. Wenn die Zahl größer wird, wird es immer dunkler. Also von und minus 2 ist sehr hell. Das ist so andersrum. Ja. Und für Pluto braucht man ein Teleskop, und zwar ein gutes Teleskop. Ich sehe es nicht. So, also los geht's. M1 minus M. Ja, genau, jetzt mache ich mal hier Pluto minus Sirius ist minus 2,5. Zehner Log E Pluto durch E Sirius. Ja. Und dann kann ich hier auflösen wieder, also einsetzen, auflösen. Pluto Sirius, also 13 minus minus 2 gleich minus 2,5. Zehner Log E Pluto durch E Sirius. Bisschen Platz noch. Dividiert durch minus 2,5. So, da habe ich 15 durch und dann 10 hoch. Also 10 hoch, 15 durch minus 2,5 ist E Pluto durch E Sirius. Und da kommt eine Million raus. Das heißt, eine Million mal die Wattleistung von Pluto ist die Wattleistung von Sirius.